Das Buch habe ich geschrieben aufgrund meiner eigenen Bewusstseinsentwicklung und habe vielleicht im Alter von 23 Jahren fing das an, dass ich immer mehr Zusammenhänge durchschaut habe. Und dieser Prozess, ein Transformationsprozess, setzte sich fort bis zum 9.11., wo das World Trade Center gefallen ist. Und da habe ich also ganz massiv erkannt, dass hier einiges nicht stimmen konnte und fing damals an, mich mit Hintergründen aus Politik, Wirtschaft, Banken, alles Mögliche zu beschäftigen und bin dann direkt auf entsprechende Bücher gestoßen, die mir dann viele Zusammenhänge offenbart hatten. Und ich habe natürlich auch mehr beobachtet, eigene Intuitionen und Erkenntnisse auch durch Gespräche mit anderen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und so kam es dann dazu, dass ich vor 3 Jahren begonnen hatte, dieses Buch zu schreiben. Und vor etwas über einem Jahr konnte ich es dann herausgeben. Das Buch handelt, um zu deiner zweiten Frage zu kommen, handelt von dem komplexen Netzwerk, das diesen Planeten unterdrückt. Also das sind Herrschaftsstrukturen, die Jahrtausende zurückreichen und letzten Endes auch in das Thema Außerirdischer und Gefallener, der gefallenen Engel münden. Und von da aus auch betrachtet werden müssen, wenn man das Ganze verstehen will. Jetzt geht es hier um die grundsätzliche Unterdrückung. Wie funktioniert Herrschaft? Wie wird sie ausgeübt? Welche Netzwerke sind daran beteiligt? Das ist der alte Hochadel, die alten Hochadelsfamilien, die Illuminaten, verschiedene ihrer Untergruppierungen, wie das Council Foreign Relation, die Trilaterale Kommission, das Komitee der 300 oder die Bilderberger, um jetzt hier nur einige zu nennen, der Roundtable als ein zentrales Steuerungsinstrument dieser Gruppen. All das habe ich nach und nach entdeckt und es ist auch logisch, es wird eine logische Kette offenbart sich in diesem Prozess und man hat ständig Aha-Effekte. Und des Weiteren geht es ja auch um die Unterdrückung. Wie wird der Mensch jetzt selbst manipuliert? Wie lässt sich Sklaverei ausüben? Welche Technik ist das? Und da gibt es eine Technik, das ist die Technik der Mächtigen des Teilens und Herrschens. Das haben schon die alten römischen Kaiser ausgeübt, divide et impera genannt. Und in modernerer Form nennt man es die modifizierte Hegelsche Dialektik, die da angewandt wird. Also man geht her, der Mächtige im Hintergrund geht her, macht die These. Er gründe eine Partei, die ganz links im Spektrum ist, dann machst du die Antithese, gründe eine Partei, die ganz rechts im Spektrum ist und kontrolliere die Spitzen dieser Partei und dann kannst du die Parteien gegeneinander ausspielen. Das heißt, du lähmst die Kräfte, du lähmst die Einheit des Volkes durch Aufspaltung. Das ist alles sind Aufspaltungsstrategien, wodurch die Menschen nicht zu einer Einheit gelangen, sondern in verschiedene, seien es jetzt religiöse oder politische Ideologien, festgesetzt werden und von da aus dann in ihrem Gefängnis sitzen und gegenseitig ausgespielt werden können. Auf einer anderen Ebene der Konflikterzeugung hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, wer herrschen will, der muss ein Problem schaffen. Problem zum Beispiel ist der Terrorismus jetzt in unserem Fall ganz stark. Da wird ein Anschlag gemacht, der wird Terroristen in die Schuhe geschoben, die, wenn man dann eben sich mit beschäftigt, man feststellt, dass die von Geheimdiensten und Sonderdiensten vorher schon ausgebildet wurden und ihre Waffen auch und alles Equipment und Know-how, was man dafür braucht, das müssen sie ja irgendwo her haben, von dort erhalten haben und dann diese Anschläge ausüben können. Also man schafft ein Problem, man inszeniert einen Terrorangriff
einen Anschlag in irgendwelcher Form, so wie das World Trade Center, das war natürlich was gigantisch Großes, oder auch einen kleineren Anschlag, der gegen eine Schule oder solche Sachen geht. Und dann hat man ein Problem kreiert. Das Problem wird jetzt in den Medien nach außen getragen und wirkt auf die Bevölkerung und die es hören. Es ist ein Schock, es ist ein Trauma, was da erzeugt wird, und in dem Moment fängt man auch schon an, den Leuten einzureden, so kann es nicht mehr weitergehen. Das sagen die Leute dann schon von selbst, nachdem sie da ständig mit diesem Suggestivmaterial belästigt wurden. Dann ergibt sich eine Reaktion, also man hat das Problem, dann gibt es die Reaktion auf das Problem und dann gibt es die Lösung zu dem Problem. Die Lösung, die schlagen uns dann die Politiker vor, das sind dann meistens noch mehr Sicherheitsgesetze, noch mehr Überwachung oder auch, wenn es nötig ist, ein neuer Krieg. Also hier hat man immer es mit Dreierschritten zu tun, wie die Manipulation funktioniert. Und der Mensch selbst ist ja über die Jahrtausende durch solche Gewaltstrukturen und Konfliktprogramme ist der Mensch entmündigt worden und traumatisiert. Und darum geht es in meinem Buch, das versuche ich hier aufzuzeigen, aber auch wie der Mensch die Möglichkeit sehr wohl hat, hier wieder herauszukommen. Das Ganze läuft nämlich, diese Manipulation läuft über unser sogenanntes Reptiliengehirn, den sogenannten R-Komplex, das älteste Gehirnteil, auch Stammhirn genannt, worin ein großes Konfliktpotenzial sitzt. Also das Grundkonfliktpotenzial ist Angst, und alles, was aus der Angst hervorgeht, Konfliktprogramme, Angst zu versagen, bevor der andere mich angreift, greife ich ihn selber an oder ich fliehe. Also das ist so ein Programm, wo man reagiert aus Emotionen heraus, weil der R-Komplex ist eine ganz emotionale Angelegenheit. Da wird man immer mit Emotionen abgeholt, die erzeugt werden. Und dadurch wird quasi dieses Gehirnteil, was dieses Angstthema hat, stimuliert. Es wird in Resonanz gebracht mit diesem Programm und ist dann ganz empfänglich für die vielen suggestiven Botschaften. Und es klingt sich mit der Zeit auf diese Ebene ein. Und nach einiger Zeit hat man, also ich würde mal behaupten, ein Großteil der Menschheit funktioniert aus dem Reptiliengehirn heraus und nicht aus seinen höheren Bewusstseinsfunktionen. Das ist die Art, wie uns die Unterdrücker an der Angel haben, sozusagen. Ja. Und interessant dafür ist, da kommt man auch auf das Thema der Reptiloiden, die ja in den letzten 3-4 Jahren, besonders durch den Autor David Icke und viele andere Filme, immer mehr zum Thema wurden, kommt man eben auch zu dem Thema der gefallenen Engel. Und die gefallenen Engel, das sind wohl, wie es aussieht, zum großen Teil reptiloide Wesenheiten gewesen. Es hört sich jetzt verrückt an, aber man muss sich einfach mal fragen, woher stammt eigentlich unser Reptiliengehirn, das älteste Gehirnteil? Das ist nämlich das Abstammungspotenzial, was wir genau von diesen Reptiloiden haben, und darüber können sie uns in Resonanz bringen und auf dieses Gehirnteil sich einloggen, und dadurch funktioniert die Manipulation. Ja, da wäre jetzt sicher noch einiges zu sagen, vielleicht auch zu den positiven Lösungsmöglichkeiten, wie kommt man da raus? Das versuche ich auch in dem Buch zu schreiben. Zunächst müsste man mal den Stecker aus dem Fernseher herausziehen, anfangen zu reflektieren, sich Ruhe zu gönnen jeden Tag und sich vielleicht 1-2 Stündchen, wenn man kann, in die Natur zurückziehen oder zumindest lernen, auch mal alleine zu sein. Die richtigen Freunde zu finden, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Denn Freunde und Freude hängt auch zusammen. Freunde
bringen Freude und Freude bringt auch Freunde. Das wirkt umgekehrt und zieht sich gegenseitig an und verstärkt sich. Und da versuche ich auch eben die Lösungen aufzuzeigen. Es hängt auch einfach damit zusammen, dass unser eben dieses Reptiliengehirn manipuliert wird und wir quasi immer in einem niedrig schwingenden Status von niedriger Energie gehalten werden, niedrige Frequenzen. Und da müssen wir einfach rauskommen und in unsere höheren Energieverhältnisse gehen. In Gehirnteile, wo es um Bewusstsein geht und diese ganzen Fragen, die mit Bewusstsein und so weiter, Erkenntnis zu tun haben.